Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich befinde mich jetzt gerade im Zustand nach dem Training und das ist mein Post-Workout, aber es gibt immer wieder die Frage nach dem Pre-Workout und es gibt sicherlich schon Dutzende Videos dazu da draußen, wie oft soll man den überhaupt nehmen? Zwischen Gerüchteküchen, dass das wirklich gefährlich ist und Begrifflichkeiten wie Hardcore-Booster und anschließend natürlich auch in dem Zusammenhang die ganzen Gerüchte um, wie giftig ist Energy Drink Red Bull und so weiter und wie schlecht ist das, bis hin zu, ist es vielleicht sogar etwas Unterstützendes und Gutes, wenn man natürlich die richtigen Inhaltsstoffe da drin hat. Denn ein Pre-Workout besteht einfach nicht nur aus Koffein und das ist eigentlich der Hauptbestandteil oder der einzige sogar, der euch Sorgen bereitet und der die meisten überhaupt zu dem Gerücht kommen lässt, das wäre schädlich, wenn man es jeden Tag zu sich nimmt. Analysieren wir es mal und gehen mal auf meine Empfehlung ein. Zunächst einmal zu der Beantwortung der Frage, nehme ich es immer? Ja, ich nehme immer ein Pre-Workout. Jetzt kommen wir aber schon zu den berühmten Definitionen vom Gotti. Das kann man natürlich nicht einfach so stehen lassen, denn Pre-Workout ist nicht gleich Pre-Workout, genauso wie Intra- und Post-Workout. Das sind letzten Endes Begriffe für eine Sammelmixtur, wie eine Würzmischung. Und da kann natürlich alles Mögliche drin sein. Es gibt Pre-Workouts oder sogenannte Booster, die haben mehr oder weniger Koffein und das war's. An effizienten Stoffen so gut wie gar nichts drin, dann haben die so etwas wie 500 Milligramm Arginin oder so, obwohl man davon eigentlich 5 Gramm haben sollte, auf ein Zehntel dosiert und ein Zehntel bringt nicht ein Zehntel bringt null. Und deswegen, naja, ist das zählt bereits schon zu Booster und Pre-Workout, bis hin zu welchen, die sogar ohne Stimulantien wie Koffein auskommen, dafür aber dann den Körper auf andere Weise vorbereiten. Pre-Workout, vor dem Training vorbereiten den Körper. Und das tut man nun mal auch nicht nur mit Koffein. Koffein ist eine Substanz, um den Geist, den Fokus zu erhöhen, dich wacher zu machen, dich wirklich, ja, einfach angriffslustig zu machen. Aber das ist nur ein Bestandteil und das ist der eigentlich den Workout und Booster namensgebend berühmt gemacht hat. Aber es gehören eine ganze Menge andere dazu, die viel mehr deinen Körper auf das Training vorbereiten. Die Stimulantien wie Koffein bereiten ihn vor allem vor, wenn ihr müde seid, wenn ihr nun mal Alltagskrieger seid, die nach der Arbeit noch sich zum Gym quälen oder das spätabends machen oder sonst was. Da kann man das mal benutzen, wenn man müde ist, schlapp ist, sonst was ist. Wenn man mehr Fokus haben möchte und ja tatsächlich, selbst wenn man nicht müde ist, bringt es auch etwas, nämlich einfach noch wacher zu sein, fitter zu sein, angriffslustiger zu sein. Ja, auch dann. Also es muss nicht nur zweckgebunden eingesetzt werden dafür. Der Zweck ist einfach immer da, weil man das steigert. Aber eine ganze Menge andere Substanzen, vor allem Aminosäuren, bereiten euren Körper vor. Die schützen eure Muskeln, wie vor allem mit Isoleucin, Leucin und Valin, das heißt den BCAAs, aber natürlich auch mit EAAs, anderen Aminosäuren, verzweigkettigen Aminosäuren, Proteinen. Selbst ein Proteinshake ist irgendwo ein Pre-Workout, wenn man ihn eine Stunde vorher nimmt und dann rechtzeitig alle Aminosäuren da hat und damit auch katabolen Prozessen ein wenig entgehen kann. Selbst Kohlenhydrate, einfache Zucker, Glucose, Dextrose gehört auch alles irgendwo zum Pre-Workout, wenn ihr vorher keine große Mahlzeit hattet, um nochmal Energie reinzubringen, aber auch in einem Intra-Workout. Dann natürlich so etwas wie ein Pump-Up und ein Energiebringer ebenfalls auf einer gewissen Ebene, Kreatin. Auch das gehört vor dem Training irgendwo mit dazu. Ja, man kann es auch so konsumieren und morgens und vielleicht nochmal mittags nehmen und auch dann ist es fürs Training irgendwo bereit, aber ich habe es immer im Pre-Workout drin. Und so gibt es dann eben gerade solche Pump-Stimulantien wie Arginin, Citrullin, alles gehört zum L-Arginin dazu, die vor allem für einen guten Pump sorgen. All das bereitet euer Körper optimal vor und ihr könnt optimal ins Training gehen. Heißt, beste Einbettung in die Mikronährstoffe. Und somit zur Frage, ist es gut, das immer zu nehmen oder nimmt man es immer? Warum nicht? Es ist eine optimale Vorbereitung. Das ist so ungefähr wie ein Aufwärmtraining. Ihr wärmt euch ja auch physisch auf. Wärmt ihr euch wirklich immer physisch auf vor dem Training? Ja, es kann nicht schaden. Warum denn nicht? Und ja, ich nehme auch immer einen Booster, in dem auch Koffein drin ist. Kommen wir zu der großen Koffeinfrage, von der ihr eigentlich ausgeht, dass das Ganze gefährlich macht. In den meisten Boostern sind heutzutage 200 Milligramm drin. Das ist okay, das ist gut. Manchmal gehen sie bis zu 400 hoch. Und damit sind wir auch schon in der Range von dem, was die WHO empfiehlt für Erwachsene. Die sollten 200 Milligramm nicht auf einmal übersteigen und 400 über den Tag verteilt.
Jetzt sind die WHO-Statistiken, das müsst ihr dazu wissen, beziehungsweise diese Empfehlungen, nicht für Leistungssportler, die muskulös sind, die auch nur halb so aussehen wie ich, gemacht worden, sondern für den Otto-Normalbürger. Vielleicht den etwas Übergewichtigen mit einem BMI zwischen 25 und 30, der sich ab und zu mal bewegt oder auch gar keinen Sport macht. Der sollte davon vielleicht nicht mehr auf einmal nehmen. Da gibt es dann auch sowas wie eine Zuckerempfehlung, vielleicht sowas wie 50 Gramm einfache Zucker nicht zu übersteigen. Aber ein Sportler, ein Leistungssportler, der nimmt alleine schon 100 Gramm Zucker direkt nach dem Training und das ist gut für die Regeneration und das hat einen positiven Effekt. Daran seht ihr schon, wie ihr damit umgehen könnt. Zusätzlich ist die WHO, genauso wie alle eigentlich medizinischen offiziellen Richtlinien, fangen die damit an, etwas eine Höchstgrenze zu geben, mit gewaltigem Abstand zu dem, wo es wirklich schädlich wird in den meisten Fällen. Damit man nicht direkt, wenn man nur ein Gramm mehr nimmt, bereits die Grenze passiert hat und daran versterben könnte. Dazwischen ist viel Spielraum. Das heißt, angenommen, irgendeine Substanz wäre ab 10 Gramm wirklich schädlich, wir reden wirklich von einem Schaden, Leber, Niere, irgendetwas, irgendein Fantasiestoff, Stoff X, ist schädlich ab 10 Gramm, dann würde die WHO empfehlen, nicht über 1 Gramm oder höchstens 2 Gramm zu gehen, damit einfach eine Range von mehreren Abstufungen dazwischen ist. Alles bis zu 2 Gramm ist grün, dann kommt der Gelbbereich bis zu 4 Gramm, dann kommt der Orangebereich bis zu 6, 7 Gramm, dann kommt der Rotbereich und dann haben wir es überstiegen. Das heißt, selbst die 200 bis 400 Milligramm, kommen wir auf Koffein zurück, könnt ihr übersteigen, ohne dass auch in den allermeisten Fällen, außer ihr habt eine Prädisposition dafür, einen schädlichen, einen Nachteil, könnt das nicht gut verwerten. Da passiert eigentlich nichts. Aber das ist genauso wie Nüsse essen, wenn man nun mal allergisch dagegen ist. Dann ist das auch gefährlich. Also, grundsätzlich kann ich euch aus meiner Warte sagen, wenn ihr einen Booster jeden Tag nimmt mit 200 Milligramm, ist es per se schon mal nicht gefährlich. Selbst wenn ihr jeden Tag einen nehmen würdet mit 300 Milligramm, halte ich das nicht für gefährlich. Außer übersteigt die Gesamtmenge damit bei weitem. Angenommen, ihr habt schon 3 Tassen Kaffee bis zum Mittag gehabt, 2 Red Bull am Nachmittag und dann kommt nochmal das hinterher. Ja, dann könnte es zu viel Koffein am Tag sein und sorgt auch für ein paar Nebeneffekte, dass ihr nur noch damit funktioniert. Aber ihr habt mich nach einem Booster gefragt und das ist auch die Frage, die im Raum steht. Das heißt, selbst wenn man mir die Frage stellt, hey Gotti, sind 50 Gramm Zucker zu viel, wenn ich die zu mir nehme? Dann gehe ich natürlich davon aus, dass ihr damit nicht meint, dass ihr schon vorher 500 zu euch genommen habt. Also, nur der Booster, nur diese 200 Milligramm? Nein, ist es nicht. Wenn natürlich noch viel mehr dazu kommt, ja, dann kann es irgendwann schädlich werden bzw. unangenehme, blöde Nebeneffekte geben. Beispiel dafür, kaum macht ihr das mal einen Tag nicht, kriegt ihr Kopfschmerzen und ihr funktioniert nur noch so mit diesem Aufputschmittel. Ist natürlich nicht schön, in den seltensten Fällen ist es aber auch wirklich richtig gefährlich. Ich benutze es jeden Tag, weil es den Körper eben auf viele andere Weise optimal vorbereitet, die Regeneration fördert, meinen Muskelaufbau fördert, aber vor allem die Gesundheit fördert. Denn Regeneration ist nichts anderes als Gesundheit und den Erhalt derselbigen. Und deswegen, ja, nehme ich es. Meine Booster haben meistens so um die 200 Milligramm Koffein drin und dann trinke ich ja nochmal ordentlich 3-4 Red Bull am Tag. Das heißt, es ist kein ganzer Kaffee. Red Bull ist viel weniger als im Kaffee an Koffein drin. Damit komme ich auch auf eine Menge, die selbst bei der WHO noch okay ist, aber eben auf diesen krassen Körper verteilt. Ihr könnt es ruhig rein gewissens machen und vor allem, wenn ihr sogar einen ohne Stimulantien habt, hey, dann könnt ihr das Ganze auch 2-3 Mal am Tag zu euch nehmen. Kein Ding. In den meisten Fällen. Aber wie gesagt, Definitionssache, guckt, was drin ist und nicht nur, was draufsteht. So viel zu der Thematik. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Schreibt in den Kommentaren, benutzt ihr jedes Mal Booster und was haltet ihr davon? Oder benutzt ihr sie tatsächlich nur, wenn ihr müde seid und habt noch nicht die Vorteile erkannt, wenn man auch mal nicht müde ist, die so ein Booster mit sich bringen kann? Und worauf achtet ihr bei den Boostern? Das interessiert mich. Was ist das, wo ihr die Verpackung rumdreht und darauf achtet? Und ich hoffe, es ist nicht nur ein geiles Cover mit irgendeinem Skelettkopf drauf, mit einer Waffe in der Hand oder so. Also, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Wer sich einen tollen Booster bestellen will, macht das gerne bei Protein Arena. Und da bekommt ihr auch noch 15% dann von ab. Obendrauf sage ich immer, aber das ist ja nicht 15% drauf. Ihr müsst ja 15% weniger zahlen mit dem Code, der unten drin steht. Und nun ja, wer mehr dazu wissen möchte, fragt mich einfach. Ansonsten schaut euch die anderen Videos an, abonniert den Kanal und ich bin jetzt raus. Bis bald, euer Gott.